Religionsunterricht bilingual. Was heißt das eigentlich? Ist dort, wo bilingual draufsteht, auch wirklich Zweisprachigkeit drin? Oder ist bilingualer Religionsunterricht einfach nur Religionsunterricht auf Englisch? Wie steht es in der Praxis tatsächlich um die Verwendung der Schulsprache und der Fremdsprache im Unterricht? Hat die Fremdsprache als Zielsprache Priorität und ist die Schulsprache lediglich eine Art Hilfssprache? Führt die Verwendung von zwei Sprachen im Unterricht am Ende nicht doch zu einer heillosen Sprachvermischung und Verwirrung? In der vorgelegten Studie steht die Möglichkeit von Sprachwahl und Sprachwechsel in bilingualen Modulen im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Zum einen wurde die Auswirkung der Möglichkeit von Sprachwahl und Sprachwechsel auf die Akzeptanz des Religionsunterrichts durch die Schülerinnen und Schüler ermittelt. Und zum anderen wurde untersucht, wie sich der Gebrauch von Schul- und Fremdsprache in folgenden drei didaktischen Modellen auf den sachfachlichen Lernerfolg auswirkt. Erstens, Regelunterricht, der ausschließlich in der Schulsprache stattfindet. Zweitens, bilingualer Sachfachunterricht, der ausschließlich in der Fremdsprache erteilt wird. Und drittens, ein Unterrichtsmodell, in dem sowohl Schülerinnen und Schüler als auch die Lehrkräfte beide Sprachen verwenden dürfen. Im herkömmlichen Englischunterricht werden die Schülerinnen und Schüler dazu erzogen, sich ausschließlich in der Fremdsprache zu äußern. Daraus ergibt sich die Frage, wie die Schülerinnen und Schüler mit der Möglichkeit der Sprachwahl im bilingualen Religionsunterricht umgehen. Empfinden Sie Code-Switching als hilfreich oder eher störend bzw. verwirrend? Im bilingualen Religionsunterricht kommt eine große Bandbreite von Methoden und Sozialformen zum Einsatz. Lassen sich diesbezüglich signifikante Präferenzen der Schülerinnen und Schüler erkennen? Gibt es Methoden, die sich besonders gut für den bilingualen Sachfachunterricht eignen? Die Forschungsfragen wurden mit einer Mischung aus quantitativen und qualitativen Methoden untersucht. Zu den quantitativen Methoden gehören ein Fragebogen und insgesamt sechs Tests. Obwohl der Fragebogen mit 59 Fragen für schulische Verhältnisse sehr umfangreich war, erwies er sich dennoch als machbar. Allerdings gab die Anzahl der Tests bei den Schülerinnen und Schülern Anlass zu Klage und Kritik. Für die Erstellung einer soliden Datenbasis waren die Tests jedoch unabdingbar. Zu den qualitativen Methoden zählen offene Fragen im Fragebogen sowie ein vorstrukturiertes Leitfadeninterview. In den 20- bis 30-minütigen Gruppeninterviews zeigten sich die Schülerinnen und Schüler sehr offen und beantworteten die gestellten Fragen mit großer Ernsthaftigkeit. Diese Interviews dokumentieren in beeindruckender Weise die didaktische Expertise der Lernenden. Zur Verknüpfung der quantitativen und qualitativen Methoden wurde der von Dose und Müller entwickelte Meshed Methods Ansatz deshalb gewählt, weil hier keine starre Einhaltung von prozeduralen Vorgaben erforderlich ist. Die Befunde der quantitativen und qualitativen Datenanalyse wurden in der Auswertung von vornherein so integriert, dass sie durchgängig zueinander in Beziehung gesetzt wurden, sodass eine Kontextualisierung der quantitativen Daten durch qualitative Daten erfolgen konnte. Auf diese Weise sollte ein möglichst ganzheitliches Bild des Forschungsgegenstandes gezeichnet werden. Bei der vorliegenden Interventionsstudie handelt es sich um ein Feldexperiment. Die Probandinnen und Probanden wurden nicht nach bestimmten Kriterien vorselektiert, sondern es wurden auch aus schulorganisatorischen Gründen die regulären Religionsgruppen beibehalten. Demnach konnten also keine homogenen Lerngruppen gebildet werden.
Um dennoch eine Vergleichbarkeit zu ermöglichen, wurde ein abhängiges Gruppendesign gewählt. Über drei Schuljahre hinweg wurden jeweils Schülerinnen und Schüler zweier Parallelklassen dem gleichen Treatment unterzogen, indem zwei Unterrichtsbausteine unter Anwendung von Code-Switching, zwei Bausteine monolingual Deutsch und zwei Bausteine monolingual Englisch unterrichtet wurden. Jeder dieser Bausteine umfasst etwa 2 bis 3 Unterrichtsstunden. Bei der Studie fungierten demnach die zwei jeweils auf Deutsch unterrichteten Bausteine sozusagen als Kontrollphase. Um den Einfluss der Reihenfolge der Phasen als Störvariable auszuschließen, wurden diese stets variiert, wie an den farblichen Markierungen zu erkennen ist. Die Vorteile dieses Designs gegenüber einem unabhängigen Gruppendesign liegen zum einen in der höheren Zahl der Probandinnen und Probanden und zum anderen darin, dass die Schülerinnen und Schüler im Hinblick auf ihre zu testenden Leistungen jeweils mit sich selbst verglichen werden können. Die Testsequenz ist so aufgebaut, dass nach jeweils 2 Bausteinen ein Test, in dem Behaltens- und Verarbeitungsleistungen geprüft werden, stattfindet. Diese 3 Kurzzeittests sind gleich aufgebaut und haben in etwa den gleichen Schwierigkeitsgrad. 6 Wochen nach jedem Test wird wieder ein Test geschrieben, der vor allem auf die Kompetenzen des Leseverstehens und des interreligiösen Vergleichs abzielt. Die zu testende unabhängige Variable ist dabei der methodisch gezielte Gebrauch der Unterrichtssprache sowie der Sprache der Unterrichtsmaterialien. Auf diese Weise lernen alle Schülerinnen und Schüler 3 verschiedene Unterrichtskonzepte im Hinblick auf die Verwendung der Unterrichtssprache kennen und können sie daher auch aufgrund eigener Erfahrung bewerten. Darüber hinaus zeigen die Tests bei allen Lernenden, welches Konzept das ergiebigste im Hinblick auf den messbaren sachfachlichen Lernerfolg ist. Knapp 1/5 der Befragten gab an, dass es besser gewesen wäre, wenn der Religionsunterricht ganz auf Deutsch stattgefunden hätte. Als Grund dafür wurde unter anderem angeführt, dass, Zitat, es besser für das Verständnis gewesen wäre und man wahrscheinlich mehr vom Inhalt mitbekommen hätte, als wenn es jetzt bilingual gewesen wäre. Zitat Ende. Es wurde auch gesagt, Zitat, manche einzelnen Stunden hätte man vielleicht doch lieber auf Deutsch halten sollen, weil man auf Englisch einfach ein bisschen länger gebraucht hat, bis man alles verstanden hat. Zitat Ende. Anknüpfend an diese Äußerungen meinten andere Schülerinnen und Schüler, es hätte vor allem in der monolingualen Phase, Zitat, ein bisschen mehr Deutsch hinzugefügt werden sollen. Zitat Ende. Die Phase mit Code-Switching fanden die meisten, Zitat, voll okay, Zitat Ende. Denn der Unterricht wurde dadurch interessanter und abwechslungsreicher. Obwohl der Religionsunterricht dadurch, Zitat, ein bisschen anspruchsvoller, Zitat Ende, geworden ist, hat er trotzdem, Zitat, ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil er so eben auch den Horizont erweitert, Zitat Ende. Zur Sprachverwendung kommentierte eine Schülerin ganz treffend, Zitat, wenn man eben beide Sprachen hat, dann ist das auch ein bisschen entspannter. Der Druck ist dann nicht so da, aber trotzdem sollte das Englische überwiegen, Zitat Ende. Nur wenige Schülerinnen und Schüler sprachen sich dafür aus, den Unterricht ganz auf Englisch zu halten. Die allermeisten Befragten wünschten sich prinzipiell die Möglichkeit der Sprachwahl für ihre Unterrichtsbeiträge und ihre Präsentationen. In den Interviews wurde dann auch von vielen Schülerinnen und Schülern ganz explizit der Wunsch geäußert, Zitat, man sollte auf jeden Fall beim bilingualen Unterricht beibehalten, dass die Schüler selbst aussuchen können, ob sie ihre Beiträge auf Deutsch oder Englisch vorstellen.
weil dann vielleicht die Bereitschaft, das überhaupt zu machen, höher ist, wenn Sie wissen, ja, Sie können es theoretisch auch auf Deutsch machen. Zitat Ende. Hier ist klar zu erkennen, dass die Möglichkeit der Sprachwahl zur Akzeptanz des bilingualen Religionsunterrichts beiträgt. In den Interviews zeigte sich auch die Solidarität mit Schülerinnen und Schülern, die sich, aus welchen Gründen auch immer, lieber in der Schulsprache äußern. Von dieser Option wurde allerdings in unterschiedlicher Weise Gebrauch gemacht, wobei die Befürchtung, die meisten Lernenden würden den bequemsten Weg wählen und gar nicht erst versuchen, Englisch zu sprechen, sich in der Praxis nicht bestätigt hat. Für diejenigen, die fast ausschließlich Englisch sprachen, sei folgende Begründung exemplarisch. Zitat: Ich habe die Beiträge eigentlich auf Englisch formuliert und vorgetragen, weil ich auch meine Gedanken unbewusst oder bewusst auf den englischen Verfasser richtete. Deshalb fiel es mir oft auch leichter, es auf Englisch aufzuschreiben als auf Deutsch. Deswegen habe ich es meistens auf Englisch gemacht. Zitat Ende. Da die Schülerinnen und Schüler ausschließlich englische Materialien für ihre Arbeitsaufträge verwendeten, war es für die meisten auch aus arbeitsökonomischen Gründen naheliegend, ihre Ausführungen ebenfalls auf Englisch zu formulieren. Ein Schüler, der seine Beiträge ausschließlich auf Englisch formulierte, sagte, Zitat: Ich habe es mir auch auf Englisch eingeprägt, so dass ich es auch auf Englisch erklären konnte. Ich mache das halt einfach, weil ich Dokumentationen auf YouTube immer auf Englisch anschaue. Und deshalb kenne ich halt manche Wörter nur auf Englisch und nicht auf Deutsch. Zitat Ende. Wieder andere sagten in den Interviews, sie hätten versucht, möglichst viel Englisch zu sprechen, um durch Übung ihre Englischkenntnisse zu festigen. Unter den möglichen Faktoren, die die Sprachwahlpräferenz der Schülerinnen und Schüler beeinflussen könnten, wurde auch untersucht, inwieweit religiöse Themen dabei eine Rolle spielen. Ein Drittel der Probandinnen und Probanden scheint lieber in der Schulsprache über religiöse Themen zu sprechen. Für ein Fünftel trifft dies eher und für ein weiteres Fünftel eher nicht zu. Für 16% scheint die Sprache, in der sie sich über religiöse Themen unterhalten, keine besondere Rolle zu spielen. Ob sich Schülerinnen und Schüler für das Deutsche oder das Englische entschieden haben, hing auch davon ab, welche Sprache die Mehrheit der Diskussionsteilnehmer gerade verwendet hat. Offensichtlich beeinflussen in einer konkreten Gesprächssituation eine ganze Reihe von bewussten oder unbewussten Faktoren die Sprachwahlentscheidung. Generell herrschte Einigkeit darüber, dass man komplexere Fragestellungen auf Deutsch bespricht. In diesem Zusammenhang wünschten sich Schülerinnen und Schüler auch, dass die Fachbegriffe auf Deutsch und auf Englisch geklärt werden. Nach Ansicht der meisten Befragten spielt dabei auch das genauere Ausdrucksvermögen in der Schulsprache eine wichtige Rolle. Vergleichen wir doch einmal ganz kurz die beiden letzten Balkendiagramme miteinander. Die auffällige, weitgehende Übereinstimmung legt einen Zusammenhang nahe, der auch durch die Korrelationsanalyse nach Spearman bestätigt wird. Es liegt hier eine signifikante mittlere Korrelation im oberen Bereich von Rho ist gleich 0,483 vor. Eine mögliche Schlussfolgerung daraus lautet, da sich die Schülerinnen und Schüler auf Deutsch offensichtlich genauer ausdrücken können, denken sie auch über komplizierte Sachverhalte lieber in der Schulsprache nach oder vice versa. Im Fragebogen wurde speziell nach der Verwendung des Englischen in den Gruppen während der rein englischsprachigen Phase gefragt. In dieser Phase wurden die Schülerinnen und Schüler angewiesen, weder Deutsch zu sprechen noch auf strategisches Code-Switching zurückzugreifen.
Knapp 4% der Befragten hielten sich nach eigenen Angaben ganz an diese Vorgabe und ca. 7% mit Einschränkungen. Für weitere 7% ist wohl folgende Aussage aus einem Interview charakteristisch. Zitat: Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mich Englisch unterhalten habe mit meinen Kameraden. Zitat Ende. In den Interviews wurde dann deutlich, in welchen Situationen und aus welchen Gründen die beiden Sprachen verwendet wurden. In einer Gruppe war es, Zitat, so Hälfte Hälfte. Also wenn man über die Stichpunkte geredet hat, die man aufgeschrieben hat, dann war es halt auch Englisch. Aber manche Sachen halt auch auf Deutsch. Zitat Ende. In anderen Gruppen wurde, Zitat, zum großen Teil auf Deutsch geredet, aber vereinzelt auch Englisch probiert. Zitat Ende. Schülerinnen und Schüler gestanden auch ein, dass doch hauptsächlich Deutsch geredet wurde, Zitat, und manchmal auch Englisch, wie man halt gerade Lust hatte. Zitat Ende. Viele Lernende haben die Aufgabenstellungen auf Deutsch besprochen. Zitat. Und dann die Ideen auf Englisch aufs Blatt geschrieben. Zitat Ende. Andere haben die Aufteilung der Aufgaben auf Deutsch vorgenommen. Zitat. Und wenn es über den Inhalt ging, auf Englisch auch besprochen. Zitat Ende. Englisch wurde auch dann gesprochen, wenn die einzelnen Punkte der Präsentation noch einmal wiederholt wurden und die Schülerinnen und Schüler ihren Vortrag in der Gruppe geprobt haben. Andere Gruppen haben zunächst versucht, Englisch zu sprechen und sind dann, wenn die Materie komplexer wurde, auch aus Zeitgründen ins Deutsche übergegangen. Einige, die eigentlich meistens versucht haben, zuerst Englisch zu sprechen, haben sich dann aber, wenn die Partner lieber Deutsch gesprochen haben, Zitat, auch verleiten lassen, Zitat Ende, ins Deutsche überzuwechseln. In anderen Gruppen, in denen überwiegend Deutsch geredet wurde, sind bei den stichwortartigen Notizen für die Präsentation die Fachausdrücke, Zitat, dann schon auf Englisch gefallen, Zitat Ende. Eine Schülerin, in deren Gruppe Deutsch und Englisch geredet wurde, erklärte, dass sie Deutsch verwendet haben, um die Arbeitsaufträge zu verteilen und den neuen englischen Wortschatz abzuklären. Die positive Auswirkung der Verwendung des Englischen als Arbeitssprache auf die Arbeitshaltung erläuterte sie folgendermaßen. Zitat: Wir haben größtenteils wirklich versucht, auf Englisch zu arbeiten. Und ich glaube auch, dass weil wir halt Englisch geredet haben und weil man halt die Sprache nicht so gut kannte, es ernster genommen wird als auf Deutsch. Zitat Ende. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in ihren Gruppen überwiegend Deutsch gesprochen haben, gaben als Rechtfertigung an, dass es ihnen so leichter gefallen ist, weil es angenehmer und nicht so verwirrend für sie war. Und, Zitat, weil dann einfach das Verständnis untereinander und die Gruppenarbeit besser lief. Zitat Ende. Sie fanden es auch besser, weil sie in der Schulsprache mehr über das Thema diskutieren konnten als auf Englisch. Ein wichtiger Faktor, der dazu führte, dass viele der Befragten die Schulsprache während der Gruppenarbeitsphasen favorisierten, war die Sprachgewohnheit der Jugendlichen untereinander. Sie fanden es unnatürlich und unauthentisch, sich mit ihren Klassenkameraden auf Englisch zu unterhalten. Ein Proband brachte diese Einstellung folgendermaßen auf den Punkt. Zitat: Du verständigst dich dann mit einem Deutschen, der eigentlich besser Deutsch sprechen kann, auf Englisch. Und deswegen haben wir dann auch immer Deutsch gesprochen, weil es sonst ein bisschen komisch wäre, wenn du da mit deinem besten Freund oder Partner dann quasi auf Englisch redest, wobei es auf Deutsch viel einfacher wäre. Und dann würde es auch viel besser zum Arbeiten gehen. Zitat Ende. Schülerinnen und Schüler, die forderten, die Lehrkraft solle nur Englisch reden, begründeten ihre Auffassung im Interview damit,
dass dadurch die Effektivität des sprachlichen Lernerfolgs gesteigert würde. Außerdem wiesen sie darauf hin, dass aufgrund der Vorbildfunktion der Lehrkräfte auch die Motivation der Lernenden, die Fremdsprache zu verwenden, gesteigert werden könnte. Dennoch sprachen sich auch diese Befragten ausdrücklich für eine Sprachwahlmöglichkeit der Schülerinnen und Schüler aus. Ein Schüler formulierte dies folgendermaßen, Zitat: Es ist gut, wenn der Lehrer Englisch redet und man selber auf Deutsch formulieren kann, weil es fällt eben dann leichter zu reden und durch das Englisch vom Lehrer verlernt man es nicht so schnell. Zitat Ende. In diesem Sinne meinte eine Probandin, Zitat: Ich fand es auch gar nicht so schlecht, wenn der Lehrer auf Englisch redet, weil dann bekommt man einfach so ein Gespür dafür und man kann sich ja dann selbst entscheiden, wie man darauf antwortet. Zitat Ende. Nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die darauf bestanden, die Lehrkraft solle nur Englisch reden, plädierten dafür, dass Englisch die Leitsprache im bilingualen Religionsunterricht sein sollte, sondern auch viele von denjenigen, die auch der Lehrkraft ein Recht auf Sprachwahl einräumten. Zitat: Da ist ja der bilinguale Unterricht für alle und nicht nur für die Schüler. Zitat Ende sei. Hier dachten Schülerinnen und Schüler vor allem an Situationen, in denen das Einsprachigkeitsprinzip in der Praxis an seine Grenzen kommt. Zitat: Aber es macht ja auch keinen Sinn, wenn dann der Lehrer die ganze Zeit auf Englisch redet und die Schüler drin hocken und nichts verstehen. Zitat Ende. Wenn also die Lehrkraft das Gefühl hat, dass die Klasse irgendetwas nicht versteht, sollte sie zuerst versuchen, die Komplexität der Sachverhalte didaktisch zu reduzieren und in einfachem Englisch zu erklären. Und wenn die Kommunikation dann immer noch nicht gelingt, könnte sie ins Deutsche wechseln. Hierbei wurden folgende Situationen aufgezählt: Die Erläuterung komplexer Arbeitsaufträge, die Erklärung komplizierter Zusammenhänge oder Fachbegriffe, die Besprechung und Vertiefung schwieriger Themen und Fragestellungen in der Klasse, die Beantwortung von speziellen Fragen während der Gruppenarbeitsphasen und bei mündlichen Lernstandserhebungen. Was die generelle Akzeptanz von modularisiertem bilingualem Religionsunterricht betrifft, so gilt Folgendes: Die Verwendung der Fremdsprache führt zu einem erhöhten Interesse am Religionsunterricht. Die Möglichkeit der Sprachwahl steigert die Akzeptanz des bilingualen Religionsunterrichts. Der bilinguale Religionsunterricht wird von Schülerinnen und Schülern als Experimentierfeld für den Fremdsprachengebrauch genutzt. Die Möglichkeit von Sprachwahl und Code-Switching führt nicht zu einer verringerten, sondern zu einer erhöhten Bereitschaft, die Fremdsprache zu verwenden. Das Ausmaß der Verwendung von Code-Switching ist abhängig von der Fremdsprachenkompetenz. Es gibt eine Korrelation zwischen der Verwendung der Fremdsprache in Freizeitaktivitäten und der Akzeptanz des Englischen im Religionsunterricht. Gruppenarbeit mit iPads ist motivationsfördernd. Seitens der Schülerinnen und Schüler wurden folgende Desiderate vorgebracht: Trotz des eindeutigen Votums für Gruppenarbeit wird ein gelegentlicher Methodenwechsel gewünscht. Wichtig ist Ihnen auch eine klar strukturierte Ergebnissicherung durch die Lehrkraft. Die Möglichkeit der Sprachwahl und des Sprachwechsels im bilingualen Religionsunterricht wirkt sich positiv auf den sachfachlichen Lernerfolg aus. Die Resultate aller Kurzzeittests der Code-Switching-Phase und der deutschen Kontrollphase ergaben auf Zehntel gerundet den gleichen Mittelwert.
Die vergleichbare Durchschnittsnote der monolingual-englischen Phase ergab ein deutlich schlechteres Ergebnis. In den Langzeittests wichen die Durchschnittsnoten der beiden Phasen, in denen die Fremdsprache in unterschiedlichem Maße verwendet wurde, nur unwesentlich voneinander ab. In den Langzeittests der 10. Klassen lag die Durchschnittsnote der deutschen Kontrollphase nur ganz knapp über der Code-Switching-Phase, während die Ergebnisse der monolingual-englischen Phase im Mittelwert wesentlich schlechter waren. Bei geeigneten Aufgabenstellungen führt die Verwendung beider Sprachen im Unterricht zu einer gesteigerten Verarbeitungstiefe. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Praxis des bilingualen Religionsunterrichts am Descartes-Gymnasium hat in den letzten 5 Jahren gezeigt, dass dann, wenn den Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit von Sprachwahl und Sprachwechsel gegeben ist, eine Häufung problematischer Sprachprodukte von der Art, wie Sie jetzt gerade eines auf dem Bildschirm sehen können, nicht zu befürchten ist. Ganz im Gegenteil. Die Ermöglichung von Sprachwahl und Sprachwechsel gibt nicht nur Schülerinnen und Schülern, sondern auch Lehrkräften ein besseres Gefühl. Professor Böttger schreibt in seinem Gutachten, Zitat: Katholische Religionslehre als Bili-Fach. Das war lange Zeit undenkbar, eher ein quasi exotisches Randthema. Mit dem Bedeutungszuwachs über die Wertediskussion, die Sensibilisierung gegenüber Mensch und Umwelt, Nachhaltigkeitsthemen sowie Ethik und Philosophie auch als wirtschaftliche Größen rückt das Fach katholische Religionslehre verstärkt in den Fokus. Zitat Ende. Diese positive Entwicklung wird sicherlich auch von Religionspädagogen wie Besler und Pirner begrüßt, die noch vor ein paar Jahren konstatierten, Zitat, dass der Religionsunterricht in seiner gegenwärtigen Verfasstheit unter einem unverkennbaren Legitimationsdruck, Zitat Ende, steht. Im Zuge der Bildungsreformen, die auf Kompetenzorientierung, Outputorientierung und gemeinsame Bildungsstandards abzielen, ist die Religionsdidaktik im Vergleich zur Englischdidaktik, Zitat, in viel stärkerem Maße gefordert, ihre Ziele zu explizieren und argumentativ zu begründen, weil die Brauchbarkeit religiöser Bildung offensichtlich nicht so allgemein einsichtig ist wie die fremdsprachlicher Bildung und auch nicht sein kann. Zitat Ende. Besler sieht daher in der Etablierung des bilingualen Religionsunterrichts als festes Bildungsangebot, Zitat, eine gute Chance, die fortschreitende Isolation des Faches zu stoppen und ihm einen gleichrangigen Platz im Fächerkanon zuzuweisen. Zitat Ende. Und Pirner kommt in einer empirischen Studie zu dem Ergebnis, dass die Englischsprachigkeit tendenziell die Motivation und Einstellung der Schülerinnen und Schüler zum Religionsunterricht verbessert und zu einer allgemeinen Aufwertung von religiöser Bildung im Bewusstsein der Lernenden führt. Abschließend sei noch einmal betont, dass bilingualer Religionsunterricht als ein erfolgreiches Konzept anzusehen ist, mit dem gute Lernergebnisse sowohl im Hinblick auf die Verbesserung der Fremdsprachenkompetenz als auch bezüglich religiös-kultureller Kompetenzen erzielt werden. Darüber hinaus ist die Bereitschaft von Bili-Schülerinnen und Schülern, die sprachliche Aktivität auch im Fremdsprachenunterricht zu steigern, ein bedeutender Synergieeffekt, der für einen sprach- und sprachensensiblen Unterricht spricht, in dem ein offener, ungezwungener und dadurch möglichst authentischer Umgang mit zwei prinzipiell gleichberechtigten Sprachen sowohl von Lernenden als auch von Lehrenden praktiziert wird. Ich hoffe, die von mir vorgelegten Argumente und Anregungen dienen der Weiterentwicklung von Lernen in zwei Sprachen an Gymnasien, auch über das Fach Religionsunterricht hinaus. Vielen herzlichen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.